So, wir haben es 1 Minute vor 1. Ich darf jetzt halt schon mal in der Runde herzlich willkommen sagen oder alle herzlich willkommen heißen. Vielleicht mal ein kurzes Feedback zurück, ob man mich hört, ob man meinen Bildschirm sieht, ob die Tonqualität gut ist. Einfach mal kurz ein kleines Zeichen geben, das wäre super. Dann weiß ich Bescheid, ob alles sauber läuft. Und ansonsten würde ich sagen, warten wir auf alle Fälle noch 2 Minuten, weil ich sehe, dass hier noch einige eintrudeln. Und ja, den Kandidaten möchte ich natürlich auch die Möglichkeit geben, von Anfang an mit dabei zu sein. Das heißt, so in 2 Minuten würde ich dann loslegen. Super, vielen Dank. Perfekt, die 2 Minuten sind rum. 13:02 Uhr. Ich würde sagen, wir legen los. An der Stelle darf ich alle nochmal recht herzlich willkommen heißen zu meinem heutigen Webinar mit dem Thema 3D Experience Works X Studio Renderings mit der Power der Cloud. Ich darf mich an der Stelle kurz vorstellen. Mein Name ist Patrick Grasberger, CAE Industry Process Consult in Eurocentral und ich sitze hier im schönen München. Neben den Produkten auf der Plattform bin ich noch zuständig für die Desktop-Produkte aus dem Bereich technischer Kommunikation, darunter der Composer, Inspection, MBD und eben Visualize. Heute mit XStudio sehen Sie das als eine Art Pendant vom Visualize nur innerhalb der Plattform. Das Webinar wird wie immer aufgezeichnet, das heißt, Sie erhalten dann Anfang kommender Woche eine automatisch generierte E-Mail mit dem Einladungslink zum Recording. Bitte zögern Sie nicht während dem Webinar Fragen zu stellen. Diese werde ich dann auch im Nachgang per E-Mail beantworten. So, und dann würde ich sagen, legen wir los. Am Anfang möchte ich Ihnen kurz etwas, ja, von einer Art Story erzählen, so zum Reinkommen. Nach vielen investierten Stunden in ein neues Produkt möchten Sie nun endlich Ihrem Chef Ihr Ergebnis vorstellen. Ihr Produkt ist eine komplexe Konstruktion, welche sich nicht schnell fertigen lässt. Ebenso gelingt es Ihnen nicht, die Geometrien mit Ihren zugewiesenen Materialien realistisch darzustellen. Die Vorstellung daran, das neue Produkt lediglich als nacktes 3D-CAD-Modell zu präsentieren, verdirbt Ihnen die Laune. Vermutlich haben Sie schon eine Render-Software in Ihrem Unternehmen im Einsatz. Der hierfür zuständige Designer aus dem Marketing steckt derzeit zu tief in anderen Projekten und kann Ihnen leider nicht helfen. Eine weitere Render-Software-Lizenz ist zu teuer für das, dass Sie diese nur wenige Male im Jahr benutzen. Auch ist der Umfang und die Einarbeitung der Render-Software einfach zu zeitintensiv. Ein Produkt, welches mehrere Anwendungsbereiche abdeckt, das heißt Konstruktion, Visualisierung, also Rendern, im besten Fall noch die Möglichkeit der Kommunikation und vieles mehr, wäre die beste Lösung in Ihrer aktuellen Situation. Ich stelle Ihnen heute die 3D Experience Plattform mit der App XStudio von 3DXsite vor, mit der es
mit der es nie zur verdorbenen Laune der besagten Konstrukteurs gekommen wäre. Was werde ich Ihnen heute vorstellen? Ich werde Sie alle nochmal zum Thema Cloud 3D Experience Plattform abholen. Ich werde Ihnen natürlich das Produkt als solches vorstellen. Erstmal sagen, was ist X-Studio? Dann auf den ersten Blick werden wir uns das User Interface ansehen, also die Benutzeroberfläche. X-Studio bei der Arbeit. Hier werden wir sehen, wie X-Studio letztendlich dann auch innerhalb der 3D Experience Plattform funktioniert. Am Schluss noch Ausgabe und die fertigen Renderergebnisse. Cloud 3D Experience Plattform. Ja, der ein oder andere wird den Begriff 3D Experience Plattform bestimmt schon mal gehört haben. Aber was ist das? Sie sehen rechts verschiedene Abteilungen: Simulation, Engineering, Marketing, Finance, Sales. Vermutlich Abteilungen, die Sie heutzutage in fast jedem Unternehmen finden. Man muss hier dazu sagen, dass die Kollegen hier in den Abteilungen gar nicht mehr auf dem Desktop arbeiten. Das heißt, die Kollegen hier arbeiten rein über die Cloud, das heißt die 3D Experience Plattform, wo innerhalb der Plattform die komplette Kommunikation stattfindet, aber auch die Speicherung aller Daten in einer abgesicherten Datensammlung und das innerhalb der Cloud. Das führt wiederum zu einem transparenten Arbeiten. Das heißt, jeder Mitarbeiter kann auf die entsprechenden und benötigten Dateien zugreifen. Und das ganz unabhängig von ihrem Standort. Egal, ob der Sales in Indien sitzt, Finance in Brasilien, Engineering, also die Konstruktion vielleicht in den USA und die Jungs vom Marketing in Deutschland. 3D Experience Plattform ist daher ein Platz der Kollaboration, unabhängig von der Abteilung, Tätigkeit, der Systemumgebung und ganz klar der geografischen Lage. Aber wie sieht jetzt eigentlich die 3D Experience Plattform aus? Sie sehen hier vier verschiedene Bereiche. Wir haben zum einen die Konstruktion, Kollaboration, Wissen und Simulation. Und dann entsprechend die einzelnen Icons. Diese Icons stellen Applikationen dar. Das heißt, Sie finden für jeden Arbeitsbereich unterschiedliche Applikationen, mit der Sie dann entsprechende Funktionen durchführen können. Egal ob in der Konstruktion mit X-Design oder X-Shape, in Simulation, in Kollaboration, zum Beispiel die Community oder auch eine Applikation fürs komplette Projektmanagement oder das Wissen praktisch Ihr Knowledge Base, wo die Mitarbeiter entsprechende Informationen ziehen können. Alles gesammelt in der Cloud. Was für Vorteile oder was bietet uns die 3D Experience Plattform an Vorteile? Ganz klar, Standorte einfach miteinander vernetzen. Wir haben einen gemeinsamen Datenstamm als Single Source of Truth. Die Anwendung, egal wann, egal wo und von welchem Endgerät. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel mit X-Studio arbeiten möchten, ist es ganz egal, ob Sie gerade auf der Couch sitzen oder in Ihrer Badewanne und das Ganze über Ihren Tablet oder über Ihren Smartphone bedienen. Und zu guter Letzt, effiziente Zusammenarbeit ohne die Produktion redundanter Daten. Was nehmen wir mit? Ganz klar, und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Vorteile, Sie nutzen die Produkte der 3D Experience Plattform, egal wann, wo und von welchem Endgerät. Wer, was, warum? Für wen ist die Plattform? Beziehungsweise halt, für wen ist X-Studio? Eigentlich für jeden, der Zugang zur Plattform hat. Und für jeden entsprechend, beziehungsweise und vor allem für jeden, der nicht nur den Zugang zur 3D Experience Plattform hat, sondern auch die zugewiesene Rolle. Was kann ich mit X-Design, mit X-Studio anfangen? Einfaches und schnelles Erstellen von Marketingmaterialien. Und einer der Hauptvorteile von X-Studio ist ganz klar, das Ganze ist browserbasiert, das heißt, ich muss nichts installieren und im Umkehrschluss heißt es für mich oder für Sie, ich habe keine Anschaffung teurer Hardware. Stichpunkt Grafikkarten. Was ist X-Studio? X-Studio ist eine browserbasierte Web-Applikation innerhalb der 3D Experience Plattform. X-Studio ist ein Cloud Rendering Service, um jederzeit und überall fotorealistische Bilder zu erzeugen.
Die Vorteile von XStudio sind ganz klar. Ich habe es vorher erwähnt, es ist browserbasiert, also nach wie vor keine Installation und keine teure Hardware. Das heißt, Sie sparen hier ordentlich Kohle. Abteilung unabhängiger Anwendung. Wenn wir uns nochmal zurückversetzen in die Rolle des Konstrukteurs am Anfang, der vielleicht keinen Zugriff auf eine Render-Software hat, dann ist es erstmal unabhängig von den Kollegen aus dem Marketing oder aus dem Designbereich. Das führt natürlich zu schlankeren Prozessen, also beschleunigte Prozesse, dadurch einer Zeitersparnis. Zu guter Letzt kann ich nur hier sagen, loslegen ohne Installation, zum Beispiel auch auf Mac-Geräten, also Apple-Produkten. Wer, was, warum? Was nehmen wir hier an den Hauptvorteilen mit? Kosten und Zeitersparnis, aber natürlich auch abteilungsunabhängiges Arbeiten. Auf den ersten Blick sehen wir uns mal die Benutzeroberfläche an. Ich denke mal, für den einen oder anderen ist XStudio komplett neu. Von dem her gehen wir da mal ein bisschen mehr ins Detail rein. Die Benutzeroberfläche ist aufgeteilt in vier verschiedene Bereiche. Wir haben zum einen die Action Bar, dort finden wir unsere Werkzeuge und die ganzen Funktionen. Unsere Properties, also unsere Einstellungen für entsprechende Materialien oder eben auch für die ganzen Hintergründe oder der Modelle. Scenes and Experience Inventory ist nochmal unterteilt in Scenes and Content, dann letztendlich unseren Viewport. Ich verwende hier ausschließlich die englischen Begriffe zur besseren Zuordnung dann innerhalb XStudio. Wir sehen hier erstmal die Benutzeroberfläche von XStudio. Im linken Bereich finden wir unseren Scenes and Experience Inventory. Wie vorhin schon erwähnt, unterteilt in einmal den Scenes-Bereich. Das heißt, wer vielleicht schon mal mit dem Composer gearbeitet hat, der weiß, dass ich auch im linken Bereich meine ganzen Ansichten sehe. Und hier ist es genauso. Ich sehe hier meine Auflistung aller erzeugten Kameraansichten. Und im unteren Bereich unseren Content. Das heißt, mit was arbeite ich innerhalb XStudio? Ich habe meine Hauptbaugruppe, ich habe meine Materialien und dann natürlich die Ambience, also die Hintergründe. Im rechten Fenster finden wir entsprechend die Einstellungen zu eben der Baugruppe, zu den Materialien oder auch zur Kamera und zu guter Letzt auch zu den Ambience. In der Mitte unten, eins der Bedienpanels, sage ich es jetzt mal, ist unsere Action Bar, in dem wir die ganzen Werkzeuge und die Funktionen finden. Zu guter Letzt, natürlich darf es nicht fehlen, ist der Viewport, den kennt jeder. Gehen wir nochmal näher ins Detail von unserer Action Bar. Wir haben zum einen natürlich der erste Button, klar, der Home-Button, um die Applikation zu verlassen. Daneben finden wir den Button, um unser Projekt abzuspeichern im 3D-Space. Passt mir der Name nicht oder möchte ich was Neues abspeichern, also exakt dasselbe Projekt unter einem anderen Namen, vielleicht andere Anpassungen durchgeführt, dann kann ich jederzeit das Projekt umbenennen. Habe ich irgendwas komplett verhauen und ich möchte das mein Modell komplett neu laden, dann nutze ich diesen Button, Produkt neu laden. Auch nicht ganz uninteressant, die Funktion, neue Produkte, also neue Modelle hineinzuladen. Hier sollte ich vielleicht nochmal erwähnen, wenn wir von CAD-Modellen innerhalb der 3D Experience-Plattform reden, sind es Physical Products, also Produkte. Aber zurück zum Thema, ich kann hier nicht nur weitere Produkte, also Modelle hinzufügen, sondern natürlich auch meine Materialien oder Hintergründe, die ich vielleicht zuvor von einem anderen Projekt schon in meinem 3D-Space abgespeichert habe. Unseren Ambience-Editor, wo ich eben Hintergründe erstellen kann. Live-Vorschau ist super wichtig. Diese nutze ich, um mir praktisch eine Anzeige darzustellen zu lassen, wie könnte denn das endgültige Rendering aussehen. Meine Renderausgabe, das heißt, wo ich meine Einstellungen vornehme für das endgültige Rendering, Auflösung, Format, Qualität und dann kurz danach der Render-Job-Monitor, praktisch die Übersicht mit laufenden Renderaufträgen. Die Viewport-Steuerung, um mein Modell entsprechend im Viewport zu drehen, zu bewegen. Meine Kameraeinstellungen, sprich Brennweite, irgendwie Schärfentiefe
Und als letztes haben wir noch eine Umschaltung zwischen den ein- und ausgeblendeten Bauteilen. Die Properties. Wir haben zum einen die Properties fürs Produkt, also für unser Modell, die wir neu positionieren können, skalieren oder drehen. Wir haben die Properties für die Materialien, das heißt Farbe anpassen, die Textur, zum Beispiel Metallic, aber auch einzustellen. Und für unsere Kamera. Auch schon erwähnt, Brennweite, Schärfentiefe oder auch hier eine 360-Grad-Drehscheibe, die ich mir erstellen kann. Scenes and Experience Inventory. Gehe hier erstmal auf die Szenen ein. Ich habe es auch vorhin schon erwähnt. Hier können wir die Kameraansichten hinzufügen. Wir können Kameraansichten kopieren, aber natürlich auch Kameraansichten entfernen. Und dasselbe Spiel nochmal, Scenes and Experience Inventory zum Content-Bereich. Hier finden wir drei Bereiche. Einmal fürs Produkt. Wir können Baugruppen, Unterbaugruppen oder einzelne Bauteile ein- und ausblenden, kopieren oder am Boden ausrichten. Sehen Sie das wie eine Art Feature Tree. Aber auch bei den Materialien sehe ich den kompletten Änderungsverlauf. Ich sehe, welche Materialien wurden schon zugewiesen oder entsprechend oben bei den Changes schon angepasst. Und bei den Ambience, bei meinen Hintergründen, welche wurden entsprechend zu welcher Kameraansicht zugewiesen. Und ich kann sie auch hier entsprechend entfernen. Im Viewport gibt es eigentlich nur einen Punkt. Ich sehe hier mein Produkt, mein CAD-Modell, kann hier entsprechend Teile neu positionieren, auch hier nochmal skalieren über die Triade, die komplette Baugruppe oder auch einzelne Bauteile am Boden ausrichten, ausblenden oder zurückzusetzen. Was sind die Vorteile der Benutzeroberfläche? Wir haben eine sehr übersichtliche Anordnung unserer Werkzeuge und der Funktionen. Dadurch natürlich auch eine leichte und sehr schnelle Bedienung. Und die Punkte nehmen wir auch hier wieder mit beim Agenda-Punkt auf den ersten Blick, dass wir eben eine sehr leichte und schnelle Bedienung haben und dass es super übersichtlich ist. XStudio bei der Arbeit. Natürlich fragt sich jetzt jeder, okay, ein paar Screenshots gesehen, aber wie sieht es eigentlich aus? Davor brauche ich natürlich erstmal mein Modell. Entweder ist mein Modell innerhalb der 3D Experience Plattform erstellt worden über eine Konstruktionsapplikation von X-Shape oder X-Design oder wie in meinem Fall natürlich auch die Anbindung von SolidWorks. Mein Modell hier wurde in SolidWorks 2021 Service Pack 4.1 erstellt und natürlich ist es für die Plattform kein Problem, diesen Datensatz mit in die Plattform zu nehmen. Das heißt, ich speichere mir mein Modell in meinem 3D Space und habe hier natürlich den Vorteil, dass ich auf ein integriertes Datenmanagement zurückgreifen kann. In einem nachfolgenden Recording, wo ich Ihnen jetzt die Werkzeuge und Features ein bisschen zeigen möchte, werden wir sehen, wie wir Materialien zuweisen, wie wir einen Hintergrund erstellen, Teile neu positionieren und natürlich zu guter Letzt eine Kameraansicht anlegen. Wir sehen hier erstmal die Startseite von XStudio und ich öffne hier schon meine Datei, mein Projekt, den Shredder. Ich bin mit der Materialzuordnung dieser Kette nicht zufrieden und öffne mir jetzt erstmal die Live-Vorschau. Und hier sehe ich, wie könnte dann das endgültige Rendering ausschauen. Ich öffne meine Importfunktion, weil ich möchte der Kette ein neues Material zuweisen. Sofort springe ich in den 3D Space. Das heißt, der 3D Space ist wie, ja, das ist mein Ort, wo ich Sachen speichere. Entweder erstelle ich mir hier Unterordner für entsprechende Projekte oder Modelle oder wie in dem Fall, wo ich sage, hier finde ich meine ganzen Materialien, die ich bis dato verwendet habe oder die ich bis dato auch erstellt habe. Ich finde hier oben meine intelligente Suchleiste, die nicht nur innerhalb dieses 3D Space funktioniert, sondern übergreifend über alle Applikationen, die sich immer innerhalb der 3D Experience Plattform befinden. Das heißt, ich suche jetzt nach einem Gummimaterial und sofort poppen verschiedene Materialien auf. Plastic, Rubber, Soft. Finde ich klingt ganz gut, weise ich meiner Kette zu und ich finde, das sieht schon wesentlich besser aus. Jetzt hat der Shredder natürlich nicht nur eine Antriebskette, sondern zwei.
Ich wähle mir die gewünschte Geometrie aus, der ich das Material zuweisen will. Und einfach via Drag and Drop ziehe ich mir das Material in den Viewport. Ich möchte am Rahmen weiterarbeiten, aber mich stören hier einfach ein paar Bauteile. Und Sie sehen, wie einfach es ist. Ich wähle mir die entsprechende Geometrie an, sage Ausblenden und habe sofort freie Sicht auf zum Beispiel eine Strebe des Rahmens, die ich dann natürlich wieder auswählen kann und via Drag and Drop hier wieder das Material Metal Brushed in den Viewport ziehe. Ich möchte mich jetzt nur auf den rechten Antriebsstrang der Kette konzentrieren. Über den Feature Tree suche ich mir die Unterbaugruppe und wähle Ausblenden aus, sodass ich den kompletten Fokus auf diesen Antriebsstrang habe. Es ist ausgeblendet, das heißt, ich sehe es jetzt erstmal nicht im Viewport. Aber über die Funktion Umschaltung eingeblendete oder ausgeblendete Bauteile bewege ich mich jetzt in den Viewport, wo nur ausgeblendete Bauteile zu sehen sind. Das heißt, ich habe hier das volle Sichtfeld auf die Achsen, auf die Reifen, auf die Federn, ohne dass mich störende Bauteile ja, eben nicht stören. Bin ich mit der Bearbeitung fertig, so wähle ich mir wieder in dem Feature Tree, in meinem Content-Bereich, meine Unterbaugruppe, blende sie ein und wechsle vom ausgeblendeten Viewport in den eingeblendeten Viewport und sehe sofort, okay, mein Antriebsstrang ist wieder zu sehen. Und um auch hier zwischen zu überprüfen, ob das in einem Rendering gut aussehen würde, starte ich den Live-Vorschau und ich finde, das sieht schon ganz gut aus. Passt mir vielleicht die Optik von einem Material nicht, dann habe ich auch hier kaum Grenzen gesetzt, um zum Beispiel die Farbe zu ändern, einen Metallic-Effekt hinzuzufügen, aber auch die Transparenz zu ändern oder wenn ich eine Textur im Material vergeben habe, zu sagen, ich möchte die einzelnen Texturengrößen, also von der Größe her anpassen, dass die Textur besser rauskommt. Ein bisschen mehr Glanz über in den Klarlack, also über das Coating. Wie gesagt, hier sind kaum Grenzen gesetzt. Jetzt fehlt nur noch ein passender Hintergrund. Ich starte also den Ambience Editor und neben dem Namen, den ich links eingeben kann, finde ich rechts die Auswahl, eine neue HDR-Umgebung hinzuzufügen unter Lightning. Das heißt HDR-Umgebungen, wo zum Beispiel schon Beleuchtungen hinzugefügt wurden. Aber in unserem Fall reicht es aus, hier einfach nur einen gewissen Background, also ein Hintergrundbild hinzuzufügen als JPEG. Ich habe hier einfach aus PowerPoint eine eingefärbte Folie genommen, kann natürlich auch ein Foto sein. Im nächsten Step passe ich über die HDR-Umgebung entsprechend die Beleuchtung an und kann so entscheiden, wie ich das Licht denn grundsätzlich haben möchte. Anschließend möchte ich das Ganze noch ein bisschen heller gestalten und nachdem es erstellt wurde, poppt sofort der neue Hintergrund in meinem Viewport auf. Ich habe mittlerweile mich für einen anderen Hintergrund entschieden und hier sieht man den Vorteil an den Ambience-Einstellungen. Ich kann für jede einzelne Kameraansicht hier nochmal die Settings ändern. Mehr Glanz zum Beispiel an der Front oder an den Fendern. Am Boden mehr Reflexionen. Soll es verschwommen sein oder klar ersichtlich sein? Zu guter Letzt möchte ich die Kamera definieren. Ich entscheide mich hier für eine Brennweite von 24, das heißt 24 mm, ich kriege ein bisschen mehr drauf, positioniere mein Modell in die gewünschte Position und habe dann rechts die Funktion zur Auswahl, entweder eine 360-Grad-Drehscheibe zu erstellen oder hier einfach nur das Format auf HD-Standard zu ändern. Links sieht man, wie ich die Kameraansicht aktualisiert habe. Wie gesagt, vielleicht kennt es auch der ein oder andere hier aus dem Composer. Ansicht aktualisieren und speichert letztendlich alle Anpassungen von den Einstellungen ab. Egal ob Brennweite, Schärfentiefe, Format. Einfache Bilder sind super, aber ich finde, da kriegt man noch ein bisschen mehr Pep rein und zwar über eine Schärfentiefe. Und zwar hat das den einen Vorteil, dass ich den Fokus auf einen gewissen Bereich meines Modells setzen kann. Der Rest wird ziemlich unscharf dargestellt, um eben auch
das Interesse von einem Betrachter zu wecken. Ich setze hier den Fokus auf die obere Rolle, verändere nochmal Blur, also die Schärfe, und man sieht es hier links, wie an der einen gelben Achse die Geometrien eher verschwommen dargestellt werden. Am Ende möchte ich noch den Aufbau zeigen im Kunden oder auch in der Präsentation. Ziehe mir über die Triade die einzelnen Bauteile in die neue Position. Das heißt, ich kann hier auch relativ schnell und einfach Explosionsansichten erstellen. Was sind die Vorteile in XStudio von der ersten Handhabung her? Ganz klar, es sind keine CAD-Kenntnisse notwendig. Ich habe eine sehr schnelle Einarbeitung, da die Bedienung einfach nicht zu komplex ist. Und danach, resultierend aus dem zweiten Vorteil, eine sehr einfache Bedienung. XStudio bei der Arbeit. Was nehmen wir mit? Keine CAD-Kenntnisse notwendig und wir haben eine sehr schnelle Einarbeitung. Ausgabe und Ergebnisse. Was werden wir sehen? Wir werden klar jetzt erstmal ein Rendering durchführen. Das heißt, wir werden ein Rendering starten. Wir schauen uns den Jobmonitor an. Welche Möglichkeiten habe ich noch innerhalb des Jobmonitors? Und dann werden wir ein Rendering mit den Kollegen aus der Abteilung in der Community teilen. Ich bin mit den Ansichten fertig. Ich möchte meinen Renderexport starten und hier habe ich die Möglichkeit zu sagen, in welcher Qualität möchte ich rendern. Das heißt, ich habe hier die Wahl zwischen Preview, also relativ einfache Darstellung, Medium, High. Ich bleibe jetzt einfach bei High und bei Ultra, also eine super gute Qualität. Ich passe mir noch entsprechend das Format an. Ich bleibe bei PNG. Sollte ich aber auch eine 360-Grad-Drehscheibe erstellt haben zuvor, dann sage ich natürlich 360-Grad-Sequenz. Ich vergib dem Ganzen noch einen Namen, wenn ich Lust habe. In dem Fall habe ich es einfach beim Default-Namen belassen. Über den Jobmonitor kann ich mir dann den aktuellen Status dieses Renderings ansehen. Lassen Sie sich nicht beirren über die 12 Weeks. Das ist natürlich ein Fehler. Aktuelles Rendering war bei 39%. Am Ende möchte ich es herunterladen, das heißt schnell und einfach die entsprechenden Bilder anwählen. Und nach der Download-Funktion findet sich unter Explorer Download ein ZIP-Folder mit den entsprechenden Bildern. So, ich möchte es jetzt in einer Community scheren, also teilen. Ich wähle die entsprechende Community aus, vergib dem Ganzen einen Namen für den Post. Und nachdem das Ganze veröffentlicht wurde in der Community, finde ich mich auch schon in der Community. Entschuldigung, die Error-Message, die ignorieren wir einfach mal und kann mich dann interaktiv in meinem 360-Grad-Bild bewegen. Ich kann nochmal ranzoomen, kann es verschieben, kann es dann entsprechend beurteilen. Oder mir von den Kollegen einfach einen Daumen hoch, sprich was Positives zurückgeben lassen als Feedback. Nice Job, gute Arbeit, super, passt. Es sind die fertigen Renderings. Ich habe nicht allzu viele gemacht. Oben links sieht man den Mechanismus über diesen Arm, über den Lenker. Rechts eine kleine Explosionsdarstellung von dem Antriebsstrang und nochmal eine Seitenansicht und dann nochmal mit der Schärfentiefe ebenfalls vom rechten Antriebsstrang. Ich habe dann nochmal die Baugruppe zerlegt. Vielleicht ist es hier ganz gut zu erwähnen, wenn Sie in einer Kameraansicht Ihr Modell komplett zerlegen, dann bleiben natürlich die anderen Kameraansichten beibehalten. Also das heißt, Sie zerlegen da nicht, Sie zerschießen letztendlich nicht Ihre komplette Baugruppe, sondern es bezieht sich immer nur auf die aktuelle Kameraansicht. Natürlich auch über die Alpha-Settings können Sie den Hintergrund komplett ausblenden, sodass Sie hier lediglich das Modell haben und entsprechend die Schattierung im Boden. Was haben wir für Vorteile von Ausgabe und Ergebnisse? Ich habe es ganz am Anfang schon erwähnt. Ein massiver Vorteil ist der Verzicht auf die teure Hardware. Wenn Sie wissen, was eine Grafikkarte circa kostet, dann wissen Sie, was das bei mehreren Maschinen schon an ordentlicher Ersparnis ist. Cloud Rendering, das heißt kein Performanceverlust.
Sie starten Ihr Rendering und haben aber nach wie vor die volle Leistung an Ihrem Rechner. Und natürlich fertige Renderings mit den Kollegen, in dem Fall die 360-Grad-Drehscheibe, in einer Community teilen. Ausgabe und Ergebnisse. Was nehmen wir hier bei dem Punkt mit? Wir haben eine Kostenersparnis. Klar, wir sparen uns die Anschaffung teurer Hardware und natürlich kein Performanceverlust. Ich habe Ihnen die Punkte Cloud 3D Experience Plattform gezeigt. Wer, was, warum? Auf den ersten Blick XStudio bei der Arbeit, Ausgabe und Ergebnisse. Bei der Cloud habe ich Sie alle nochmal abgeholt, erklärt, was ist denn im kurzen Einblick, was ist die 3D Experience Plattform? Welche Vorteile haben wir? Wir können die Produkte egal wann, wo und von welchem Endgerät nutzen. Bei der Vorstellung, wer, was, warum, haben wir den Vorteil, die Ersparnisse in puncto Kosten und Zeit, das Ganze Abteilung unabhängig. Auf den ersten Blick habe ich Ihnen die Benutzeroberfläche gezeigt, die sehr übersichtlich ist und auch leicht und schnell in der Bedienung. XStudio bei der Arbeit haben wir zusammen was gerendert, unser Modell ein bisschen bearbeitet. Und hier haben wir die Vorteile, keine CAD-Kenntnisse notwendig und auch hier natürlich eine schnelle Einarbeitung. Und zum letzten Punkt, Ausgabe und Ergebnisse, haben wir den Vorteil, die Kostenersparnisse und kein Performanceverlust. Erinnern Sie sich noch an den Konstrukteur, von dem ich Ihnen zu Beginn meiner Präsentation erzählt habe? Ich erzähle Ihnen was. Dank XStudio und der Power der Cloud war die Vorstellung des neuen Produktes ein absoluter Erfolg. Aber nicht nur das. Die fotorealistischen Renderings konnte er direkt mit seinen Kollegen in der Community teilen und, wie man es im Video gesehen hat, sofort Feedback bekommen über Design und Aufbau einholen. So schnell ging ein neues Produkt noch nie auf den Markt. Und das dank der zentralen Führung über die 3D Experience Plattform. Die Möglichkeiten, welche sich damit für das Unternehmen ergaben, waren vielfältig und erlaubten Herangehensweisen, welche bis vor kurzem noch undenkbar waren. Ich bin am Ende meiner Präsentation, meines Webinars und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. An der Stelle wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Servus.